Herzlich willkommen, meine Freunde, endlich mal wieder zu einer neuen Ausgabe von WWE Supercard. Ich habe leider 0,0% Zeit in letzter Zeit. Deswegen gab es länger kein neues Video, kein Update. Die Rey Mysterio Events sind vorbei und die neuen Events haben angefangen. Team Event verpasst, eine Folge von zu machen. Jetzt holen wir das alles nach. Und zwar gucken wir direkt unsere Karten an. Ich mache ein bisschen schnell, weil es gibt etwas mehr zu bequatschen. Hier sehen wir erstmal Rey Mysterio, ist schon Pro, ist aber noch nicht gelevelt, deswegen alles cool, ja, läuft gerade noch. Den habe ich mir natürlich geholt. Dann geht es weiter mit Sasha Banks. Es ist mir tatsächlich gelungen, endlich ein Diva Pro zu fusionieren, weil irgendwie habe ich kein Glück bei der Deckstufe SummerSlam 18 irgendwas mit Diven zu bekommen. Es läuft einfach nicht in Sachen Diven. Bei Goliath hatte ich kein Problem. Ich hatte innerhalb von einem Tag den Freebie und direkt der erste Pull. Das war zweimal Asuka. Ich glaube, es war zweimal Asuka. Hatte direkt eine Pro-Diva. Hatte blitzschnell 4 Goliath Pro-Diven. Und bei SummerSlam läuft es einfach gar nicht. Deswegen Sasha Banks. Super gut. Bild habe ich geändert. Ich finde, das sieht einfach am stylischsten aus. Ja, das auf jeden Fall das Positive, was meine Karten angeht. Rey Mysterio Pro und Sasha Banks. Dann habe ich natürlich Cesaro, habe den nochmal fusioniert. Hat leider, ich werde den jetzt nicht mehr prone, denke ich. Will es aber auch noch nicht ausschließen. Aber Cesaro ist auf jeden Fall am Start. Dann gab es ein Team-Event. Ein Team-Ring-Domination. Da gab es die gute Ronda Rousey. Leider kein Pro für mich, aber immerhin eine SummerSlam 18 Diva. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Dann hatte ich einen Pull. Rowan, leider zum dritten Mal. Also wieder kein Pro. Was ein bisschen blöd ist, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Hätte natürlich gerne einen Pro gehabt. Hab ja auch kaum Single-Karten. Hier noch Liv Morgan als Single-Diva und Natalya. Und Ronda. Das sind meine einzigen Single-Diven. Also wird schwierig, da noch was zu reißen. Und hier Lana habe ich auch noch gezogen. Naja, ist halt ein Manager. Was soll ich damit anfangen? Nicht besonders viel. So, Cesaro ist hier, habe ich auch noch nicht gelevelt. Werde ich wahrscheinlich noch tun. Aber ob ich ihn dann auch zum Pro mache, glaube ich jetzt eher nicht. Der Hauptgrund dafür ist natürlich, da komme ich jetzt dazu, Season 5. Season 5 steht an. Wahrscheinlich am 14. November, munkelt man. Man weiß es nicht. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Was gibt es Neues in Season 5? Erstmal wird alles optisch natürlich wieder verändert, hoffentlich auch verbessert. Es wird auch ein neues Menü geben, um seine Karten zu finden. Ja, es gibt ein paar YouTuber oder einen größeren YouTuber, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich werde jetzt hier auch keinen Namen nennen, ich will auch hier jetzt keinen schlecht machen. Aber ja, vielleicht ist es ja der gleiche. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und raten, wen ich nicht mag. Ja, gibt eigentlich nur einen, der mich extrem nervt in Sachen Supercard auf YouTube. Und der ist schon ein etwas größerer YouTuber. Also nicht so ein 2000 Abonnenten, der ist schon ein bisschen größer. Jetzt könnt ihr Rätsel raten. Ich denke, ihr werdet einen Treffer landen. Das Menü hier wird verbessert, um die Karten zu finden. Ich finde es schrecklich, das Menü. Ich fand es schon immer schrecklich. Weil, wenn ich jetzt hier, sagen wir, ich gehe auf Goliath. Ich muss Karten loswerden zum Trainieren, damit ich weiter spielen kann. Dann muss ich, weil alle hier sind gelevelt, alle, ja, die sind alle voll. Ich muss immer hier hin und her scrollen, hier sieht man es noch, die sind alle voll, alle. Ich muss also bis hinten hin und ich glaube, genau, ab hier könnte ich erst leveln, die letzten drei Karten. Das wird alles ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anders aufgebaut. Ich glaube, man kommt so deutlich schneller zu den Karten, wo man hin möchte. Wäre auch cool, wenn die gespeichert blieben. Wenn ich jetzt hier bei Fandango bin und gehe raus und gehe wieder rein, wäre es cool, wenn ich einfach weiterhin auf Fandango stehe, anstatt wieder immer rüber zu scrollen. Ja, das nervt tierisch, aber lässt sich im Moment noch nicht vermeiden. Das wird also angepasst. Und ein paar andere kosmetische Sachen sind jetzt nicht besonders wichtig. Sehr wichtig hingegen ist die Fusionskammer, denn auch diese wird überarbeitet und man kann dann endlich 3 Fusionen gleichzeitig starten. Einmal die herkömmliche hier, ja, im Moment, ich habe leider nichts mehr für SummerSlam 18, muss also ein bisschen weiter hinten starten. Eine normale Fusion kann man machen. Dann kann man diese, ja,
Event-Fusion machen, wie jetzt Halloween, und zwar separat und gleichzeitig. Wunderbar. Und dann gibt es noch legendäre Fusionen, wo man wahrscheinlich von bis, ja, ich glaube bis SummerSlam oder bis verstärkt kann man dann fusionieren. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es noch nicht, aber würde Sinn machen, weil sich auch das Draftboard ein bisschen ändert. Also nicht vom Design her, aber man kann nur noch verstärkte Karten ziehen. Man wird keine gewöhnlichen, keine ungewöhnlichen, keine Survivor- oder WrestleMania-Karten mehr ziehen. Man wird nur noch verstärkt und aufwärts ziehen können. Also das Schlechteste, was ihr ziehen könnt, sind verstärkte Karten. Das ist sehr, sehr gut, weil, ganz ehrlich, was will ich noch mit irgendwelchen ultra-seltenen Karten oder seltenen? Man wird totgeschmissen damit, wobei ich seltene oder besonders seltene tatsächlich fast gar nicht mehr ziehe, sondern eher hier so Survivor, Legendär, SummerSlam. Die zieht man schon häufig, aber die ganz alten, so selten und so, zieht man gar nicht mehr. Ungewöhnlich und gewöhnlich bringen einen auch gar nicht mehr weiter, auch beim Leveln nicht, das dauert so lange, nimmt einfach nur Platz weg. Ich hoffe, dass das Kartenlimit auch erhöht wird, weil ich finde, 300 Karten sind deutlich zu wenig. Da sollte man mal locker auf, also man könnte auch auf 1000 hochgehen, bin ich mir sicher, wäre kein Problem. Und dann könnte man auch vernünftig spielen. Und wenn man die 1000 voll hat, kann man dann ordentlich leveln. Naja, 1000 wären es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wären es ja 350. Da wär einem schon mal ein bisschen mit geholfen. Ja, 500 wäre geil. Des Weiteren wird auch der Kartenkatalog angepasst, aber das ist alles Schnickschnack. Fusionskammer, sehr gut. Wir werden 3 neue Deckstufen bekommen. Ja, die anderen Deckstufen werden ja alle abgeschafft bis verstärkt. Und dann kann man mit Gothic, Neon und Shattered die 3 neuen Stufen bewundern. Gothic, ja, soll irgendwas mit Kerzen und Fledermäusen sein. Okay, meinetwegen. Neon, oh, ich hoffe, dass Neon nicht so grell und ekelhaft wird. Kann ich mir noch gar nichts drunter vorstellen, wie die Karten aussehen werden. Ich könnte mir natürlich vorstellen, klar, Naomi oder so wird geil aussehen. Bei Gothic, der Undertaker. Und bei Shattered, ich weiß nicht, im Hintergrund war irgendwie, sah das ein bisschen nach Ring Domination, nach diesen Scherben aus. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen gehypt. Ich bin gespannt. Ich finde, die Namen sind jetzt nicht so dolle, aber egal, ne? Hauptsache, sie sehen cool aus. Und ja, ich bin echt am Überlegen, richtig zu investieren, sobald Season 5 startet. Will mich aber nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich möchte mir das erstmal angucken. Und vielleicht machen wir ein Pack-Opening. Ein etwas fetteres Pack-Opening. Ich muss aber erst gucken, was für Packs da sind. Weil wenn da jetzt Packs sind, wo ich Gothic-Karten ziehe, werde ich kein Geld dafür ausgeben. Ist klar. Wenn sollte das schon die Chance sein, Shattered-Karten zu ziehen, dann werde ich Geld ausgeben. Ansonsten werde ich mich einfach hochspielen müssen, wie die meisten von euch das auch machen werden. Ansonsten mutiere ich mal einmal zum Casher. Ne? Ich habe es ja noch nie gemacht, zum Saisonstart zu cashen. Season 5, warum nicht? Die 5 ist voll, die Hand ist voll. Kann man mal machen. Ja, so viel zu den neuen Deckstufen. Und noch eine Info, die falsch transportiert wurde im deutschen Raum, ist, was die Events angeht. Ja, es war auch, muss man sagen, die deutsche Übersetzung von dem Blog-Eintrag von Cat Daddy war echt scheiße. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist niemals richtig übersetzt. Ich wette, dass das mit einem Google-Übersetzer gemacht wurde. Weil, also so schlecht kann man doch echt nicht übersetzen. Ich meine, Cat Daddy ist nicht in der Lage, jemanden einzustellen, der so einen Text übersetzt. Ist das deren Ernst? Die arbeiten mit 2K zusammen, ein Riesenunternehmen, und wollen mir erzählen, dass sie keinen blöden Praktikanten finden, der so einen scheiß Text mal ins Deutsche übersetzt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also die Übersetzung ist grauenvoll. Ich habe mir den Originaltext durchgelesen und da steht drin, dass man auch in der nächsten Season Last Man Standing haben wird, man wird Road to Glory haben und Ring Domination und ein viertes neues Event. Im deutschen Raum wurde verbreitet, dass es kein neues Event gibt. Ist Quatsch, es wird ein neues viertes Event geben und es wird wahrscheinlich nicht PCC sein, weil PCC wäre nicht neu. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie sich da ausgedacht haben. Und generell soll es ja viel mehr Sachen mit Belohnungen und dass man besser vorankommt geben.
möchte ich nicht drauf eingehen. Lassen wir uns einfach überraschen. Vielleicht wird es ja auch die Tage einen neuen Blog-Eintrag oder sowas geben. Ja, da will ich jetzt nicht so mich so weit aus dem Fenster lehnen und spekulieren. Ich weiß auch nicht, wie es mit den Events weitergeht, weil aktuell läuft Last Man Standing mit einer Halloween-Undertaker-Karte. Gucken wir uns an. Ich bin momentan auf 6528. Ist ganz okay. Ich habe auch ordentlich gecashed. Ich glaube, so knapp über 2000 Credits habe ich jetzt investiert. Wir gucken uns die stärkste mal an. Ist die stärkste Karte im Spiel tatsächlich, wenn man die 1 erreicht natürlich. Sieht eigentlich ganz cool aus. Halloween passt natürlich auch zum Undertaker. Ich finde auch das Bild gut. Ich mag ja die Halloween-Bilder eigentlich nicht, aber das sieht echt cool aus. Passt zum Undertaker. Hätte ich also gerne die Karte, werde ich mir auch holen. Jetzt nicht in diesem Bereich. Ich werde schon hier weiter unten landen. Ja, vielleicht so 4.000-5.000er Bereich wäre cool. Also noch ein bisschen nach vorne spielen. Es wäre schon cool, so in dem Bereich wäre cool. So, dass es hier vorne Silber ist. Dann sind die Werte ganz gut. Die müssen nicht so überragend sein. Ist auf jeden Fall eine Karte, die mich erstmal weiterbringt. Das ist das Wichtigste. Und läuft momentan auch ganz gut, würde ich sagen. Obwohl ich gar nicht so viel gespielt habe. Ich bin auch gar nicht so weit. Kann man es hier überhaupt sehen? Ich glaube, Arena 31 oder so bin ich jetzt. Money in the Bank läuft nur nebenher. Und ja. Wie es mit den Events weitergeht, weiß ich nicht. Wenn am 14. die neue Season startet, können eigentlich nicht mehr Road to Glory und Ring Domination kommen. Deswegen kann es sein, dass wir noch ein normales und vielleicht ein oder zwei Quick-Events haben, wie am Ende der Season. Kann natürlich auch sein, dass Last Man Standing schon das letzte große Event ist. Wir nächste Woche ein Team und ein Quick-Event haben und die neue Season schon am 8. oder so kommt. Oder am 7., ich weiß es nicht. Wird man sehen. Ich denke, es wird noch bis zum 14. dauern, aber ja, man kann das schwer voraussehen und es wurde halt auch noch kein Datum genannt. So, jetzt haben wir lange genug gebabbelt. Es läuft natürlich auch TBG. Bei TBG hatte ich letztes Mal kein Glück. Es steht also 2:5 im Miesen. Wir öffnen aber noch ein paar Ticketpacks. Ich habe 83 Tickets. Die hauen wir auf den Kopf. Und hier kann man immer noch diese Halloween-Grütze ziehen. Gut, wir können 3 Packs öffnen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht ist ja einmal was Cooles drin. Eine Pro-Diva wäre der absolute Hammer. Wird niemals passieren. Aber auch ein männlicher Pro wäre gut. Nee, das muss ich noch zeigen. Bevor wir die öffnen, mein Last Man Standing Deck. Warum ich gerne einen männlichen Pro hätte? Deswegen. Oh Mann, der fängt schon jetzt an, mir Probleme zu machen. Im Tech-Team kann ich den natürlich noch gut benutzen. Ist kein Problem. Momentum kann ich noch draufklatschen. Aber ja, meine AJ Styles Event-Karte, Goliath, die macht schon Probleme. Also ich hätte hier gerne noch einen Pro gehabt und hätte bei den Männern auf jeden Fall gar kein Problem. Bei den Diven habe ich hier ein kleines Problem. Mit Tech-Teams kann man das natürlich noch gut lösen, aber einzeln wird es echt schwierig und meine Eventkarte, ich habe jetzt hier Momentum draufgepackt, aber meine Eventkarte, die hat schon zu knabbern, besonders wenn die falschen Werte kommen. Da musste ich schon ein, zweimal abbrechen und das ist nicht so gut. Aber sei es drum. Ja, den kann ich noch kompensieren. Mal gucken, wie lange, bis ich anfangen muss zu hustlen. Aber naja, wir hoffen wir einfach mal das Beste. Aber wir machen jetzt hier die Ticketpacks auf. Ohne lange zu fackeln und ohne 3, 2, 1. Wir machen einfach auf und haben hier Grütze gezogen. So, ich möchte jetzt das Video natürlich auch beenden. Es ist echt schon wieder sehr lang. Aber ist auch viel passiert bei Supercard. Gerade was die neue Season angeht. Immerhin mal eine Monsterkarte. Der Jimmy. Aber wieder nur Grütze. Und die letzte Chance auf was Vernünftiges. So, und weil ich nicht Einheitsbrei bin und 3, 2, 1 zähle, zähle ich jetzt 1, 2, 3. Und Grütze, also Seth Rollins Monster, Kevin Owens Monster und 2 Verstärkungskarten für Beast. Bringt nichts, werde ich alles verheizen. Wahrscheinlich werde ich das in Cesaro reinknüppeln, weil ich langsam nicht mehr weiß, wohin mit den Karten. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Ausgabe gefallen hat, dass ihr Spaß daran hattet. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, nicht nur welchen
Supercard-YouTuber ich nicht mag, gibt eigentlich auch nur einen, ne, den ich nicht mag. Alle anderen sind cool, die ich bis jetzt kenne. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Season 5 haltet. Wie findet ihr das? Seid ihr gehypt? Ich bin schon ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Ich freue mich auf die neuen Deckstufen. Ich freue mich aufs neue Event, aufs neue Design. Einfach auf die neue Season. Und freue mich natürlich auch riesig, dass es kein Reset gibt. Reset wäre ich ja sowas von weg gewesen. Aber gut, sie löschen einfach ein paar Stufen. Ist jetzt nicht viel anders als ein Reset, muss man sagen. Aber man behält seine Karten. Und das ist mir eigentlich auch das Wichtigste. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Rinje hauen. Bis zum nächsten Mal.